Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Dinosaur Death Race. Wir haben wieder eine neue Strecke von Dr. Egan eingeschickt bekommen. Ich bin gleich sehr gespannt, weil ich habe die Strecke noch nicht getestet. Ich weiß nicht, wie schwer die ist, aber das werden wir gleich gemeinsam hoffentlich herausfinden. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Dinosaur Death Race an sich. Das Ganze findet wöchentlich jeden Samstag um 18 Uhr auf meinem Kanal statt. Diese Woche ist eine kleine Ausnahme, weil ich um 18 Uhr selber keine Zeit habe. Deswegen findet das Ganze schon um 12 Uhr statt, in der Videopremiere. Das heißt, wir können alle so ein bisschen nebenbei chatten und das Ganze in Anführungszeichen live gucken. Und die Leute, die jetzt mit bei der Videopremiere dabei sind, erstmal schöne Grüße an euch alle, schön, dass ihr da seid. Die haben gleich auch noch eine zusätzliche Chance, für das nächste Rennen dann einen Teilnehmerplatz zu ergattern. Wie das Ganze funktioniert, dazu kommen wir gleich. Erstmal erkläre ich euch jetzt mal ganz kurz die Regeln. Für alle Leute, die das Ganze noch nicht kennen: wir haben insgesamt 10 Kandidaten, die stehen hier schon bereit, die werden gleich eine Strecke durchfahren und versuchen, möglichst viele Punkte zu sammeln. Wie man hier Kandidat wird, das ist eigentlich auch relativ einfach. Also entweder schreibt ihr einen Kommentar unter das Video, seid bei der Videopremiere mit dabei, oder um nochmal eine zusätzliche Chance zu haben, könnt ihr auch gerne Mitglied auf meinem Kanal werden, mich ein bisschen unterstützen und dadurch habt ihr dann auch nochmal eine zusätzliche Chance, wie das Ganze funktioniert. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Wir haben auf jeden Fall diese 10 Kandidaten, die stehen hier schon bereit. Die werden gleich in Teams fahren. Ihr seht ja, das sind immer jeweils zwei in einer Farbe. Zum Beispiel hier vorne der mit von Team Blau und der hintere von Team Blau. Die bilden ein Team und die sammeln gemeinsam Punkte. Und das Team, was am Ende dann die meisten Punkte insgesamt addiert hat, gewinnt hier das Ganze. Und beide Teammitglieder gewinnen dann auch einen 5€ Amazon-Gutschein. Was ich vorhin gar nicht gesagt habe, die Kandidaten werden nicht gleichzeitig losfahren. Es fahren erst die 5 Ersten hier los und dann die 5 Hinteren. Das ist, damit wir nicht so ein Chaos haben und das Ganze dadurch auch nochmal ein bisschen spannender wird. Und jetzt kommen wir mal dazu, wie man hier Punkte sammelt. Man sammelt Punkte, indem man möglichst viel schafft und hinter sich bringt und möglichst weit kommt. Das heißt, wenn man es schafft, in diesen Gehegebereich zu kommen, was ja eigentlich kein Problem ist, da muss man nur 2 Meter vorfahren, weil ab hier zählt logischerweise das Gehege, ab dieser Linie, dann bekommt man einen Punkt. Der Punkt steht auch immer oben an dem jeweiligen Gehege dran. Also das heißt, wenn man hier ausscheiden würde, in diesem Gehege, wo jetzt zum Beispiel Dodos, die habe ich einfach mal mit einer Mod drin gelassen, fand ich ganz witzig, die Idee. Wo jetzt Dodos drin sind, wenn man hier ausscheidet, achso, Kompis sind auch hier drin, sieht man gerade hier unten. Dann die von Gnatus, okay, süß. Wenn man hier ausscheiden sollte, dann würde man einen Punkt sammeln. Und je nachdem, wie weit man kommt, desto mehr Punkte sammelt man. Das heißt, wenn man hier in dieses Gehege kommt und dort ausscheidet, sammelt man 2 Punkte. Die Punktzahl steht auch immer an dem jeweiligen Gehege dran. Die Punktzahl zählt, wenn man das Gehege betritt. Das heißt, wenn ich hier rüber fahre, über diese Linie, habe ich die 2 Punkte sicher. Und je weiter ich komme, desto mehr Punkte sammle ich logischerweise. In diesem Gehege ausscheiden wäre jetzt zum Beispiel 3 Punkte. Dann haben wir hier 4 Punkte. Das wäre 5 Punkte. Das ist übrigens das Logo von Dr. Egan, falls ihr euch fragt. Hier sind Brachios drin. Wir werden die Strecke gleich einfach kennenlernen, würde ich sagen. Wir gucken uns die jetzt gar nicht großartig an. Dann haben wir hier 6 Punkte. Auch ein interessantes Gehege. Mit Lampen. Ganz viele Lampen. Oh, du hast dir echt Mühe gegeben. Hier im nächsten, das ist ein Sumpfgehege, haben wir wieder 6 Punkte. Oh, da hat er sich versehen. Das ändere ich gleich noch, Leute. Das wären jetzt 7 Punkte. Und hier oben wären es dann 8 Punkte. Da ist Dr. Egan, glaube ich, ein bisschen durcheinander gekommen. Aber das macht nichts. Also, wenn man in diesem Gehege ausscheiden würde, würde man dann 8 Punkte bekommen. Hier steht jetzt eine 7, aber das habe ich ja euch gerade erklärt. Da hat er sich versehen. Und wenn man die Strecke abschließt, weil das 8. Gehege ist das letzte Gehege, dann kann man hier vorne über die Ziellinie fahren und nochmal zusätzliche Punkte sammeln. Der Erste, der es schafft, bekommt 5 zusätzliche Punkte, der Zweite 4, der Dritte 3 und so weiter und so fort. Und das Team, was am Ende dann gemeinsam die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt hier das Dinosaur Death Race. Ich hoffe, ihr habt es jetzt alle einigermaßen verstanden. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den heutigen Kandidaten. Die 10 Kandidaten stehen hier schon bereit und sind heiß darauf, dass es endlich losgeht. Und ich verrate euch jetzt, wer von euch am heutigen Dinosaur Death Race teilnehmen wird. Wir fangen an mit hier vorne Team Retro. Der erste Kandidat, das ist Sir Henven. Der hat unter das letzte Video #DDR in die Kommentare geschrieben und ist jetzt mit dabei. Dein Teamkollege ist heute Teamkollegin Ann-Katharina Walkhofer. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes haben wir Team Orange. Team Orange ist unser VIP-Team. Das werden wir gleich live zulosen, wie das Ganze funktioniert. Erkläre ich euch, wenn es dann soweit ist. Dann haben wir als nächstes Team Blau. Team Blau ist heute Dein Tod. Sehr witziger Name für ein Death Race. Und dein Teamkollege ist Florian W. Als nächstes kommen wir zu Team Rot.
Team Rot ist ja das Team, was bis jetzt am meisten gewonnen hat. Ich glaube, 3 von 4. Also ein sehr gutes Team, wie ich finde. Da haben wir Julian Kessler. Und dein Teammate, das ist heute Paul Kaster. Dann haben wir ja Team JWE. Das ist das Team hier vorne. Das ist unser Premiere-Team. Das ist, wird in die Leute verlost, die bei der letzten Videopremiere mit dabei waren und Hashtag DDR in die Kommentare am Ende geschrieben haben. Und das sind die glücklichen Gewinner, nämlich Dark Shadow, der nimmt heute teil. Und dein Teamkollege, das ist heute deine Teamkollegin, Lenilein1403. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass ihr bei der Premiere mit dabei wart. Ihr nehmt auch an dem heutigen Dinosaur Death Race teil. Und jetzt kommen wir mal zu unserem Team Orange. Das ist das Mitgliederteam. Dafür blende ich mal kurz was ein. Nämlich das hier, unser Mitgliederglücksrad. Und es gibt verschiedene Mitgliederstufen auf meinem Kanal. Das Ganze kostet monatlich so ein bisschen Geld. Wenn ihr mich unterstützt, habt ihr dann nochmal eine zusätzliche Chance, hier teilzunehmen. Wenn ihr normaler VIP zum Beispiel seid, habt ihr die einfache Chance wie Jackie Lunar hier oben rechts. Wenn ihr Premium-VIP seid, die dreifache Chance wie Mrs. Sunstorm hier. Und wenn ihr Elite-VIP seid, habt ihr die fünffache Chance wie eine Meinung hier. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich habe mich nur verzählt. Ich würde sagen, wir drehen das Ganze und finden mal raus, wer hier vorne der orangene erste Fahrer wird. Und das ist Dreadnuktus. JWE, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du hast ja auch noch gar nicht teilgenommen. Das ist schön. Wir haben nämlich hier teilweise schon von den Mitgliedern Leute zweimal teilgenommen und andere gar nicht. Die hatten einfach nicht so viel Glück. Dreadnuktus ist dabei. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt losen wir auch noch deinen Teamkameraden zu. Dafür drehen wir das Ganze nochmal. Dann bin ich mal sehr gespannt, wer das sein wird. Und das ist Teufelkiller HD. Herzlichen Glückwunsch. Teufelkiller HD. Ich glaube, du warst auch schon mal dabei. Bin ich mir aber gar nicht sicher. Also heute für Team Orange gehen an den Start Dreadnuktus, JWE und Teufelkiller HD. Und damit haben wir unsere 10 Kandidaten zugelost und ich würde sagen, jetzt kann es endlich losgehen. Und damit können wir hier schon loslegen mit dem 5. Dinosaur Death Race. Als erstes gehen an den Start Sir Henven, Dreadnuktus, Dein Tod, Julian Kessler und Dark Shadow. Ich drücke euch allen die Daumen und viel Glück bei dem neuen oder bei der neuen Strecke. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie schwer diese Strecke ist. Ich kann es halt nicht einschätzen. Sir Henven kommt jetzt hier gut weg. Hat aber auch die Innenstartbahn. Ich weiß gar nicht, ob das unfair ist, wenn es hier direkt um eine Kurve geht. Aber eigentlich ist so die Position ja nicht wirklich ausschlaggebend, ne? Erster zu sein ist nicht immer das Beste. Beim Death Race. Beim normalen Rennen logischerweise schon, aber beim Death Race kann das auch schnell tödlich enden. Aber Sir Henven kommt jetzt hier super durch. Das hat er super gemacht. Wird jetzt hier gar nicht blockiert. Gibt mega Gas. Hat jetzt das erste Gehege schon hinter sich gebracht. Hinter ihm ist Dark Shadow auf Platz 2. Der hat jetzt hier ein bisschen mehr Probleme, weil die Dodos so ein bisschen den Weg blockieren. Dark Shadow wird jetzt ausgebremst und überholt von Dreadnuktus. Aber bis jetzt machen die Dodos hier nicht wirklich Faxen. Ist noch alles ganz entspannt. Dreadnuktus hat es jetzt auch geschafft auf Platz 2. Und dahinter kommt Dark Shadow. Ich glaube, die Dodos können schon ganz schön böse werden. Aber jetzt gerade haben die Kandidaten Glück. Dein Tod kommt jetzt hier auch super durch. Der wird jetzt auch nicht mehr aufgehalten. Und dahinter, oh, Dinosaurierbedrohung. Wir springen mal ganz kurz nach vorne. Hier ist nämlich Sir Henven. Der scheint jetzt hier ein bisschen Probleme auf Platz 1 zu kriegen mit den Iguanodons. Gott, die rammen ihn jetzt hier weg. 84% nur noch. Oh, das ist nicht gut. Und jetzt kommt schon Dreadnuktus. Oh, jetzt kriegen die Iguanodons Panik. Eieiei, das kann jetzt hier gleich in eine Massenkarambolage enden, wenn die Kandidaten Pech haben. Hier ist auch so ein Engpass. Oh, Dreadnuktus wird jetzt hier durch die Lüfte befördert. Oh, oh. Oh, oh, Dreadnuktus qualmt. Oh Gott. Oh Gott. 67. Oh, 25 nur bei Dark Shadow. Boah, die Kandidaten kassieren jetzt hier richtig Schaden, Leute. Hier könnten gleich die ersten ausscheiden. Oh nein. Dreadnuktus ist soeben weggeglitscht. Und. Oh mein Gott. Zerstört. Ich kann es gar nicht richtig sehen. Team Rot ist auf jeden Fall zerstört. Dark Shadow auch. Ich glaube, nur noch Team Blau und Team JWE sind hier am Start. Team Retro sind am Start. Die werden hier komplett demoliert. Oh mein Gott. Dein Tod ist soeben auch ausgeschieden. Nur noch Sir Henven mit 10%, wenn mich nicht alles täuscht. Die Iguanodons machen hier kurzen Prozess, Leute.
Oh Gott, das war's, glaube ich, auch mit Sir Henven. Ja. Alles klar. Okay, das war krass, Leute. Alle Kandidaten sind im zweiten Gehege ausgeschieden. Das heißt, alle Kandidaten sammeln hier 2 Punkte und das Rennen wird gleich durch die 2. Fuhre entschieden. Okay, das war ja übelst krass. Das war aber wirklich Pech, dass hier der Engpass dicht gemacht wurde und dann die ganzen Iguanodons hier auf einem Haufen waren. Und das Schlimme ist jetzt, wenn wir gleich das Ganze wieder starten, der Iguanodon schiebt die Fracks noch schön in den Engpass. Das heißt, die werden hier eventuell gleich noch im Weg rumliegen und die weiteren Kandidaten dann blockieren. Ich glaube, das war die kürzeste Runde, die wir jemals hatten. Aber ich würde sagen, wir starten mit der 2. Fuhre. Eieiei, das war ja gerade eine krasse erste Runde. Ich glaube, so eine schnelle Runde hatten wir noch nie. Alle Kandidaten sind im 2. Gehege ausgeschieden. Und das Schlimme ist, dass das Gehege jetzt noch schwieriger ist, weil die ganzen Fracks da rumliegen. Alle 4 Fracks liegen da auf einem Haufen rum an dieser Engstelle. Und ich bin gespannt, ob es überhaupt jemand heute durch dieses Gehege schaffen wird. Aber das werden wir gleich rausfinden. Der Druck auf die 5 Kandidaten, die hier gleich starten werden, ist jetzt umso höher. Nämlich auf Ann-Katharina, Teufelkiller, Florian, Paul und Linilein. Weil dadurch, dass alle Kandidaten die gleiche Punktzahl in der ersten Runde gesammelt haben, werden diese 5 Kandidaten das Ganze jetzt auf jeden Fall entscheiden. Wer hier die meisten Punkte sammeln kann, gewinnt hier auch das gesamte Dinosaur Death Race mit seinem Team. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze jetzt. Ich bin super gespannt. Und ich hoffe, dass wir heute noch mehr sehen als das 2. Gehege. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Gehege so schwer war. Ich glaube, das war wirklich Pech. Oh Gott. Ann-Katharina wird jetzt direkt von dem Dodo weggerammt. Teufelkiller hat auch ein bisschen Schaden bekommen. Aber das ist schon bitter, ne? 12 Schaden jetzt hier schon zu kassieren. Paul wird auch weggerammt, kriegt aber keinen Schaden. Ja, die Dodos haben ja bis jetzt noch nicht wirklich Probleme gemacht. Oder hat er gerade noch gebremst vor Ann-Katharina? Gott sei Dank. Der Blaue macht hier ganz schön Ärger, so wie es aussieht. Ann-Katharina wird nochmal weggerammt. 13 Schaden schon bekommen. Oh mein Gott. 71% nur noch. Das ist jetzt bitter. Und auch Teufelkiller wird ausgebremst, kriegt aber keinen weiteren Schaden. Boah, Ann-Katharina hat es hier wirklich nicht gut. Ich sag ja, als Erster zu starten ist nicht immer ein Vorteil. Das wäre jetzt gerade in Katharinas Fall eher ein Nachteil. Nenne ich einfach mal Katharina. Oder Ann-Katharina. Egal. Ich sag einfach beides. Passt schon, denke ich. Teufelkiller hat jetzt das Dodo-Gehege hinter sich gebracht. Und dicht gefolgt von Ann-Katharina. Die sollte es jetzt hier auch schaffen. Perfekt. Lenilein hängt da noch ein bisschen fest. Ich glaube an Kompis. Die Kompis sind leider so klein, die kann man nicht sehen. Oh. Hier war jetzt auch nochmal ein Auffahrunfall. Florian und Lenilein blockieren sich jetzt hier gegenseitig. Das ist auch nicht gut. Und dahinter ist Paul. Aber die anderen Kandidaten, wie weit sind sie? Oh, die sind schon hier vorne im Iguanodon-Gehege. Oh mein Gott, die kommen hier super durch. Die sind jetzt hier schon an den Fracks vorbei. Okay, das ist sehr gut. Teufelkiller schafft es jetzt hier. Fast vorbei, wird jetzt aber blockiert. Genau wie Ann-Katharina. Oh, hier sind jetzt die ganzen Iguanodons. Das ist nicht gut. Und sie werden weggerammt. 37% nur noch. Und, oh Gott. Oh, Ann-Katharina wurde komplett in den Boden gedrückt und ist damit rausgedrückt worden. Oh mein Gott, guck mal. Die ist außerhalb der Arena. Hat aber damit auch 2 Punkte gesammelt. Ist leider ausgeschieden. Teufelkiller ist noch am Start mit 22%. Und dahinter kommt schon Florian W. auch in dieses Gehege. Boah, Teufelkiller ist jetzt kurz vor der Linie hier. Das ist echt bitter. Und Florian wird da hinten auch weggeschoben. Oha. Kann Teufelkiller es hier schaffen? Sieht mir fast so aus, als wenn er da festhängt. Die anderen 3 Kandidaten sind jetzt auch da hinten. Oh nein. Er hat es leider nicht in das Gehege hier geschafft. Das heißt, er kriegt leider auch nur die 2 Punkte. Das ist super bitter. Oh mein Gott, was geht denn jetzt hier ab? Ich check gar nichts. Florian hat auch schon auf den Sack gekriegt. Lenilein auch. Und Paul auch. Oh Gott, was macht er denn? Florian! Er glitscht ja auch in die Wand. Ich hoffe, er glitscht gleich nicht weg. Oh Gott, kann jetzt ein Kandidat es endlich schaffen? Aus diesem Iguanodon-Horrorgehege. Ja, Lenilein schafft es. Sehr gut. Und auch Florian bleibt stehen. Nein, Florian schafft es auch. Und auch Paul schafft es. Sehr schön. Ja, jetzt seht ihr mal, die ersten beiden sind ausgeschieden. Einer ist sogar aus der Arena geschoben worden. Das ist natürlich bitter. Die sind jetzt hier aber schon im nächsten Gehege. Das ist aber kein Punktegehege, das ist einfach so ein Puffergehege. Jetzt geht's in das 3-Punkte-Gehege. Das heißt, selbst wenn sie hier über die Linie gekommen wäre, die Ann-Katharina, dann hätte es auch keine Punkte gegeben. Erst ab dieser Linie. So, das ist jetzt, glaube ich, ein Velociraptoren-Gehege. Ich weiß es nicht ganz genau. Bin jetzt sehr gespannt. In Führung ist auf jeden Fall Lenilein, dicht gefolgt von Florian und Paul. Paul ist der Einzige noch mit relativ viel Gesundheit.
Oh Gott, die Kandidaten bleiben jetzt hier nochmal hängen. Bei den Velociraptoren. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh, oh, oh. Oh, 11% noch bei Florian und Lenilein wurde von dem Velociraptor zerstört. Und die Kandidaten hängen jetzt hier ordentlich fest. Eieiei, das könnte ja auch für Florian gewesen sein. Florian hat noch 4%. Er muss jetzt aber den Rückwärtsgang einlegen. Wenn Paul es jetzt hier durchschafft, dann könnte es das hier schon echt gewesen sein mit dem Sieg. Da vorne gibt es 4 Punkte, wenn er es über die Linie schafft. Oh, Florian, 4% nur noch. Ja, Paul Caster könnte hier den Sieg eingefahren haben, wenn Florian jetzt ausscheidet. Dann hat Team Rot auf jeden Fall gewonnen. Zum 4. Mal. Das wäre echt krass. Das hier vorne ist übrigens ein Ziegengehege. Nur mit dem Bescheid wisst. Ich bleibe nämlich in dieser Perspektive. Oh, damit wurde Florian zerstört. Und wir können Team Rot zum Sieg gratulieren. Da brauchen wir gar nicht groß rechnen gleich. Aber werden wir trotzdem machen. Wir wollen natürlich auch 2. und 3. Platz und sowas errechnen. Ach, krass gefahren. Also wirklich richtig krasse Strecke. Wir haben auch noch nicht viel gesehen, weil alle Kandidaten relativ früh ausgeschieden sind. Aber ich glaube, das liegt nicht mal daran, dass die Strecke zu schwer ist. Wir werden es dann beim nächsten Mal hoffentlich herausfinden und mal ein bisschen mehr sehen. Die Kandidaten hatten, glaube ich, echt viel Pech im Iguanodon-Gehege. Ah, Team Rot, herzlichen Glückwunsch. Paul war das und ich weiß gar nicht, wer war das denn noch? Wer war das denn noch? Können wir den noch finden? Ja, hier. Paul und Julian Kessler, herzlichen Glückwunsch an euch. Wir beobachten aber jetzt nochmal eben Paul. Der wird jetzt uns nochmal so ein bisschen die neue Rennstrecke zeigen. Das hier ist das nächste Gehege. Brachiosaurus-Gehege. Oh! Wird jetzt hier von dem Brachios weggeschoben. Jetzt ist eine Lücke. Da müsst ihr jetzt durchfahren. Ich glaube, das war wirklich das kürzeste Rennen, was wir je hatten, bis wir eine Entscheidung hatten. Aber das ist ja auch an sich nicht schlecht. So, gib Gas. Oh Gott, jetzt bleibt er da auch nochmal hängen. Ich glaube, das wäre schon echt spannend geworden, wenn die Kandidaten ein bisschen weitergekommen. Aber es war auch so mega spannend. Also richtig krass. Die Iguanodons waren aber auch echt heftig. Das hätte ich gar nicht gedacht. So, Paul hat immer noch 67%. Schafft es hier sogar noch bis ins 6. Gehege gleich. Oh mein Gott, das ist krass. Und werden wir das auch gleich nochmal sehen. Das ist aber gut, Paul, dass du das machst. Dadurch sehen wir halt die Strecke nochmal ein bisschen. So, das ist jetzt das 6. Gehege. Viel Wasser, viele Lampen. Also viele, viele Hindernisse. Aber noch sehe ich keine Dinosaurier. Doch, da schläft irgendwas, oder? Nee, okay, das habe ich mir nur eingebildet. Aber da kommt gerade was. Ein Troodon. Schreit hier rum. Hier sind so ein paar Troodons im Wasser. Aber die machen bis jetzt noch nicht wirklich Ärger. Aber hier wird man mega ausgebremst durch das Wasser. Das ist natürlich auch gefährlich, ne? Zum Glück sind die Troodons anscheinend nicht so aggressiv. Was ja auch an sich nicht schlecht ist. Paul kommt jetzt hier super entspannt durch, ne? Das ist krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber das Gehege scheint hier auch nicht so heftig zu sein. Aber das habe ich schon öfter gesagt. Und dann sind die Kandidaten da reihenweise ausgeschieden in den Gehegen. Oh, jetzt wird es wieder ein fieses Gehege. Baryonyx, Spinoraptor. Das ist das Sumpfgehege. Oha. Das ist natürlich auch fies. Entschuldigung. Weil man durch das Wasser so hart ausgebremst wird. Aber die Dinosaurier standen jetzt alle hier links, als er reingefahren ist. Das ist natürlich gut, ne? Er hat hier 10 Dinosaurier hinter sich gelassen, indem er einmal rechts abgebogen ist. Das ist auch Glückssache immer, ne? Wenn die Dinosaurier hier in der Kurve stehen, das ist dann immer schwierig. Das war halt auch gerade das Problem bei den Iguanodons, weil die alle in diesem Engpass standen, als die Kandidaten kamen. Na, wir werden es dann nächste Woche hoffentlich um 18 Uhr sehen. Aber erstmal gucken wir jetzt noch, wie weit Paul Caster hier noch kommen kann. Er macht das hier auf jeden Fall richtig gut. Sehr schön. Und ins nächste Gehege. Das ist jetzt das 7. Gehege hier schon. Oder? Nee, warte mal. Ah, jetzt verstehe ich das. Dings hatte das gar nicht falsch gemacht. Ich hatte die... Oh, lol, Leute. Ich erkläre es euch kurz. Ich mache kurz Pause. Ich hatte ja vorhin hier die Zahlen geändert, weil ich dachte, Dr. Egen hat das falsch gemacht. Aber das ist hier gar kein Gehege. Deswegen stand hier auch noch die 6 dran. Er hat sozusagen doppelt die 6 geschrieben. Das heißt, das hier ist sogar die 7. Okay, dann habe ich das vorhin falsch korrigiert. Dann gibt es hier auf dieser Strecke nur 7 Punkte insgesamt. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das stellt euch einfach vor, dass wir hier noch... Oder gar keine Zahl am besten. Einfach hier die Zahl weglassen. Dann kommt das auch nicht zur Verwirrung. Und hier wäre dann die 7. Ich hoffe, das kann man einigermaßen verstehen. Das habe ich leider jetzt erst gecheckt. So ein bisschen. Okay, Paul Caster fährt jetzt hier ins letzte Gehege. Das ist das 7. Gehege. Hier ist Drexys drin. Ein riesiger Berg.
und viele, viele Zäune und Felsen. Ein spannendes Gehege, glaube ich. Oha. Pauli überschlägt sich jetzt hier. Und da kommt auch ein Rexy hoch. Oh Gott. Oh Gott. Das könnte jetzt böse enden. Aber der Rexy scheint noch nichts Böses vorzuhaben. Cooler Skin übrigens. So. Das schafft er. Paul Caster kommt hier durch, so wie es aussieht. Oh, hier ist noch ein Endgegner. Oh, oh. Der Endgegner kommt, Leute. Und er fährt dran vorbei. Sehr gut gemacht, Paul. Und damit hast du wirklich für Team Rot nochmal die Ehre geholt und das Rennen beendet als Einziger und auch den Sieg logischerweise geholt. Herzlichen Glückwunsch, Paul Caster. Habt ihr wirklich gut gemacht für Team Rot. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal eben schnell zur Siegerehrung. Und dann kommen wir ganz schnell zur heutigen Siegerehrung für das 5. Dinosaur Death Race. Wir fangen direkt beim Sieger an, weil der ist ja eigentlich relativ klar. Nämlich Team Rot mit Julian Kessler, 2 Punkte erfahren. Und Paul Caster das Rennen als Einziger abgeschlossen. Damit 7 Punkte für die Gehege, 5 für den Sieg. Insgesamt 14 Punkte und damit ganz klar heute das Siegerteam. Schreibt mir gerne beide im Discord und dann bekommt ihr auf jeden Fall euren Gewinn. Und kurzer Funfact noch, Team Rot hat übrigens 4 von 5 Rennen gewonnen. Schreibt gerne in die Kommentare oder in den Live-Chat, woran ihr denkt, könnte das liegen. Haben die bessere Autos, haben die einfach nur Glück? Ich weiß es nicht. Also Team Rot ist hier auf jeden Fall ganz klar das Favoritenteam. Und dann kommen wir direkt zur Silbermedaille. Die Silbermedaille ist heute eine geteilte Silbermedaille. Team Blau und Team JWE teilen sich nämlich diese, jeweils mit 5 Punkten. 2 Punkte von Dein Tod, 3 Punkte von Florian W., das sind insgesamt 5 Punkte. Und hier das gleiche Spiel. Dark Shadow 2 Punkte, Leni Line 3 Punkte, auch hier 5 Punkte. Und damit Platz 2 und die Silbermedaille für euch 4 Kandidaten. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben heute niemanden, der nicht auf dem Treppchen steht, denn Platz 3, die Bronzemedaille, ist ein geteilter Platz zwischen Team Retro mit Sir Henvan und Ann-Katharina und Team Orange, Dreadnuktus und Teufelkiller HD. Denn jeder von denen hat 2 Punkte erfahren. Das heißt, jedes Team insgesamt 4 Punkte und damit die Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch an alle, die hier jetzt teilgenommen haben. War ein super spannendes Rennen. War, glaube ich, das kürzeste und schnellste Rennen, was wir je hatten. Aber beim nächsten Mal werden wir diese Strecke nochmal testen. Und dann wird es hoffentlich ein bisschen spannender, würde ich gar nicht sagen. Ich hoffe, dann kommen die Kandidaten weiter, weil spannend war es auf jeden Fall. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Wenn ihr beim nächsten Rennen mit dabei sein wollt, wir suchen uns hier mal eine ganz schöne Kameraperspektive. Aber den schönen Dodos, warum nicht? Für alle Kandidaten, die jetzt bei der Videopremiere mit dabei sind, einmal Hashtag DDR in den Live-Chat und 2 von euch werde ich dann aussuchen. Die werden dann beim nächsten Rennen auf jeden Fall mit teilnehmen. Und die Leute, die das Video jetzt im Nachhinein schauen, ihr habt natürlich auch wieder die Chance, hier teilzunehmen. Einmal Hashtag DDR unten in die Kommentare und mit etwas Glück seid ihr dann beim nächsten Rennen mit dabei. Ich hoffe, das heutige Video hat euch wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Falls ja, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.